Du nervst. Im Kopf. So. Meine Fresse. Okay. Der gibt mir nicht mal was, der Penner, ne? Die Armbrust ist jetzt nicht das Geilste, ne? Aha. Ja, gut. Klump. Wenn das Spiel das so schon direkt von mir will, ich darf mich nicht mal umdrehen gerade, okay. Dann gibt es da wohl auch nichts zu finden. Wenn ich das nicht darf, dann ist da wohl nichts. Kapelleneingang? Aber nicht der gleiche Eingang, den Leon und Helena genommen haben. Ah, ich bin hier auf dem Friedhof, alles klar. Ist da was hinter? Ach, ah! Ich kann das öffnen. Ich dachte, ich könnte rüberspringen. Oh, das ist nett. Habe ich. Ah, ich habe sogar noch ein rotes. Geil. So. Sehr gut. Das hat sich doch gelohnt. Ist da was hinter vielleicht? Nee. Sieht so ein bisschen merkwürdig aus, dieser Glitzer-Effekt. Sieht schon irgendwie hübsch aus. Ach, trotzdem sieht so ein bisschen nach Glitzer aus, das Regen, Wasser, das Regen. Zum Glück habe ich nach Wasser gesagt. Ja, ich weiß, wo ich lang muss. Ich will nur gucken. Ah, guck mal, da sind zum Beispiel noch Fässer. Vielleicht kann ich hier von hier aus noch was Blaues abknallen. Sieht aber gerade nicht danach aus. Dann will ich hier mal eben gucken. Okay. Boah. Na gut, dann müssen wir wohl weiter. Da komme ich ja her. Genau, da muss ich lang. Das geht nicht. Man braucht etwas Bestimmtes, um sie zu öffnen. Ja, ich habe halt nicht das ganze Wappen, ne? Das ist das Problem. Muss ich wieder zurücklatschen? Ich darf wieder zurück. Aber ich glaube nicht, dass ich zurück muss. Wahrscheinlich muss ich die Sachen hier auf dem Friedhof finden. Muss ich mal genau umgucken. Vielleicht kann ich ja noch mehr Truhen öffnen. Da war ich ja eigentlich gerade lang, aber ich gucke trotzdem. Ah, nee. Kann ich da rein? Nee. Aber wahrscheinlich kann ich hier irgendwas abknallen oder so. Ich muss mir ein bisschen genauer umgucken, dann passt das wahrscheinlich schon. Da war das versperrt, wollte ich sagen. Okay. Da vielleicht. Vielleicht kann ich ja irgendeine Tür öffnen. Da muss ich echt wieder zurücklatschen. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass ich das hier irgendwo finden muss, das Zeugs. Sieht nicht danach aus. Dann muss ich echt nochmal wieder zurück. Darf ich aber gar nicht. Ich darf nicht zurück. Hä? Moment. Was verstehe ich? Oder muss ich da was kombinieren? Habe ich schon ein anderes Teil im Inventar? Nö. Habe ich nicht. Das könnte ach, Mädel. Funktionieren, aber wo ja, ist aber, der Rest davon? Ja, eben. Das habe ich doch eben schon mal probiert. Aha. Okay. Alles klar. Finden Sie die fehlenden Teile. Ach, wie schön. Ich darf jetzt die ganzen Gänge abklappern. Was mich hier wohl erwartet. Eine rote Tür, super. Ah, die Schlüsselquest. Was haben wir hier? Ich mag immer keine großen Räume. Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Ist doch bestimmt ein nerviges Vieh, was mich ärgern will. Das hat jetzt nicht wirklich viel gebracht. Mit dagegen schießen.
Entschuldigung. Ja, danke sehr. Ja, wahrscheinlich war das nicht der richtige Weg. Da ist eine Kiste. Oh, die kriegt Pistolen. Ah, Moment. Okay, das wird wahrscheinlich mit dem nichts, ne? Doch, gut. Und da ist schon wieder so ein Schloss, was alt ist. Oder? Nö, geht so. Okay. Bernsteinschlüssel. Ich hätte echt gedacht, dass jetzt hier zigtausend Gegner kommen. Aber gut, die können natürlich auch noch kommen. Ich werde es erstmal mit dem Schlüssel einfach so probieren. Es sieht so aus, als würde es klappen. Die Kiste eben hatte die gleiche Farbe. Ja. Kann ich das auch kaputt machen? Ach, ich sehe ihn schon da. Hallo? Na, danke. Da, Rätsel gelöst. Wieso durfte ich hier nicht zuerst töten? Dann wäre mir das Rätsel jetzt erspart geblieben. Bei Resident Evil 4 hätten sie das zugelassen. Da gab es so Abschnitte, wenn man da den richtigen Typen zur richtigen Zeit abgemurkst hat, dann wäre einem was erspart geblieben, tatsächlich. Okay, ich gehe mal hier kurz hoch. Na gut, ich muss... Ja, ich stelle mich hier drauf. Darf ich gar nicht. Aber wenn ich die abschieße... Ach, sind ein paar mehr, ne? Ach, ich muss nur bestimmte kaputt machen. Okay. Ja, und woher soll ich wissen, welche? Moment. Ist denn irgendeiner über der Luke? Nö. Hä? Welche soll ich denn... Ja, oder soll ich einfach... Ne, alle bringt ja nichts, ne? Ja, die kommen ja sofort nach. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Hier brauche ich einen Schlüssel wahrscheinlich. Ja, klar. Oh, geil. Hm. Ja, ist schon klar. Ob ich das so mit dem Scharfschützengewehr mache oder mit dem hier, ist ja nicht wurscht. Ja, aber... Hä? Ich müsste jetzt einen treffen, der irgendwie auf das Gerät... Oder kann ich das Gerät verschieben? Moment mal. Kann ich das Gerät verschieben? Ah, ich kann das Gerät verschieben. Im Moment. Dann schiebe ich es nach da. Kommt das hin? Ein Stück doch. Dass der auf den Schalter fällt. Ja, das sieht ganz gut aus. Dann stelle ich mich jetzt auf die Klappe. Und lasse den jetzt runterfallen. Tja, der Alex ist ein Held. Runter. So. Oh Gott, wer liegt denn da? Das sieht nicht so aus, als... Ja. Die stehen doch bestimmt gleich auf. Oh Gott. Mhm. Ja, ich muss mich da draufstellen, wieder auf die Teile wahrscheinlich. Oder ich muss da einfach dran. Da wollte ich ja eben schon dran. Ah, okay. So. Schöne Schieberätsel. Noch nicht so ganz, ne? Ich glaube, ich muss dich noch ein bisschen nach da schieben. So, ganz ruhig, ey, da. So.
Das sollte eigentlich hinhauen, ne? Eigentlich sollte das hinhauen. Da ist keiner. Muss ich dich da hinpacken? Muss ich mich da selbst draufstellen? Als Leiter? Nö. Oder geht das auch ohne dich? Anscheinend nicht. Ich denke schon, dass ich den nehmen muss. Vielleicht muss ich den irgendwie ein bisschen besser, genauer platzieren. Nochmal. So. Ah! Hat geklappt. Das auch. Ja, das Problem ist, der fällt nicht an die richtige Stelle. Ach, ich muss dir wahrscheinlich dazu bringen, dass der auf mich zukrabbelt, ne? Ja. Komm her hier. Ja, komm, mein Kleiner. Hier musst du her. Hier. Hier bin ich. Hallo. Hallo. Hier ist die Ada. Ja, komm, fein. Ja, so nicht. So wird es nichts, mein Freund. Ja, so ist gut. Ja, da stehst du fast gut. Geil. Siehst du mal, geht doch. Das sind mal geile Rätsel, finde ich. Das sind echt mal geile Rätsel. So. Perfekt. Ja, kleines privates Zocker-Update, wie Dennis immer zu sagen pflegt. Also, momentan suchte ich, obwohl ich es gar nicht habe, das Spiel, Two Point Hospital. Nämlich die Steffi hat das Spiel. Und wir, ja, immer wenn wir Zeit haben, zocken wir zusammen weiter. Also sie zockt und ich gucke per Bildschirmübertragung zu und gebe natürlich auch Hinweise so und mach mit und so. Es macht richtig, richtig Spaß. Also Two Point Hospital ist praktisch so der zweite Teil von Theme Hospital. Und richtig, richtig geil. Also es macht gerade richtig Laune. Und ich mag ja so eine Spiele. Und kann ich gerne empfehlen. Also, wenn ihr mal Bock habt. Wenn man nicht immer Jurassic World Evolution spielen will, was ja an sich schon ein geiles Spiel ist, dann kann man auch mal Two Point Hospital spielen. Ist halt auch so ein Aufbauspiel. Halt nur kein Dino-Park, sondern halt ein Krankenhaus. Aber auch ein bisschen auf humoristische Weise natürlich. Und das ist richtig, richtig toll. So, was haben wir jetzt hier? Da ist eine Kiste. Hi! Geil. Oh, ist alle tot gegangen. Ja, alle sind sie wahrscheinlich nicht tot, oder? Ich höre was klappern. Ah, hier schon. Ich kann da durch die Wand krabbeln. Gibt's ja trotzdem was abzuschießen, was blau ist? Ne? Okay. Dann machen wir hier lang. Das ist mal ein Bereich, der mir gefällt. Nicht ganz so actionlastig. Und so ein paar Rätsel, wo man seinen Grips auch mal ein bisschen anstrengen muss. Das finde ich richtig schön. Hat auf jeden Fall was. Sowas gerne mehr. Ich glaube, dieses Szenario könnte mir sehr gefallen, wenn das so weitergeht. Ach, hier bin ich wieder. Okay. War der Durchgang da eben auch schon da? Habe ich gar nicht bemerkt. Also, okay, ich muss halt aufpassen. Muss doch irgendwo ein Hinweis sein. Wenn ich die gegen die Wand schieße, was passiert dann? Schießt die mal alle nach da hinten hin. Hm. Tja, aber dann fallen sie halt runter und dann. Das wird mir auch nicht weitergeholfen. Wenn ich da raufspringe, fallen sie runter. Das geht so nicht. Wenn ich der mal in den Kopf schieße, da oben? Hm.
Vielleicht müssen. Ich muss da welche runterkriegen, wenn die unten sind. Nee, warte mal, ich wechsle mal. Da drauf springe. Was tue ich mit dem? Wenn ich da drauf springe, wird es zu schwer. Na, das brauche ich nicht probieren. Dann fallen wir alle runter. Die kann man gar nicht töten, ne? Einen haben wir noch. Ja, hat keinen Sinn. Also so wie ich drauf springe. Einer ist oben geblieben. Vielleicht ist es genau das Gegenteil. Ich muss vielleicht dazu bringen, dass alle drei in die Mitte gehen, damit die abstürzen. Und dann kann ich alleine drauf. Das ist es wahrscheinlich. Ich muss den dritten dazu bringen, dass er mir entgegenkommt, glaube ich zumindest. Jetzt ist auch der Part bald rum. Trotzdem will ich das mal eben nochmal versuchen. Eigentlich ganz cooles Rätsel, muss ich sagen. Gefällt mir. Also pass auf. Ja, der... Kommt mal alle zu mir. Alle hierher kommen. Wie machen wir das denn mal, dass der da hinten... Kann ich die denn irgendwie anlocken? Eine Handgranate auch schlecht, weil der Brandgranate auch nicht, ne? Hm. Ich kann es ja mal probieren, aber es wird nicht funktionieren. Der hängt da halt fest, der Sack. Wie kriegen wir den hierher? Ja, genau, komm mal hierher. Kannst du da runterfallen? Das wäre geil, wenn du da runterfällst. Klappt nicht, ne? Hm. Tja. Was mache ich mit euch? Versuchen. Ach, das ist die Schrotflinte. Kann ich denn die Decke zum Einschub bringen? Nee. Der da hinten nervt mich halt. Ich versuche mal, das Bein wegzuschießen vielleicht. Ja, aber er fällt nicht um. Ist doch doof. Tja, ich weiß noch nicht wie, ehrlich gesagt. Ich könnte ja manuell mal eben runtergehen, aber das bringt mir ja auch nichts. Das wäre dann... Hier kommt... Da komme ich her. Da komme ich her. Wie machen wir das denn? Wenn ich da drauf springe, ist wieder alles im Arsch. Da hinten muss ich hin. Ich darf da nicht drauf springen. Hm. Ich geh mal nochmal runter gucken. Wenn ich von... Na, ich krieg dich ja nicht angelockt. Wie schaffe ich das denn, dass ihr zu mir hinkommt? Es ist ein interessantes Rätsel auf jeden Fall. Also der eine, der da hinten an der Wand steht, der muss irgendwie zu mir. Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Da kann ich gar nichts tun. Hm. Ich glaube nicht. Also ich hätte gedacht, ja gut, die fallen ja nicht runter. Aber ich kriege sie auch nicht komplett, also heißt, die sterben anscheinend auch nicht. Nur wenn ich halt wieder, ja, wenn ich neu raufgehe, das ist auch Quatsch.
Ja, meine lieben Freunde, ich glaube, ich muss mir da mal Gedanken machen. Und das passt ja ganz gut, weil ich muss jetzt ja eh Schluss machen. Tja, so wird das nichts. Gut, Leute, wir machen das dann im nächsten Part und ich hoffe mal, ich weiß dann, wie es weitergeht. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.